So, herzlich willkommen zu einer weiteren und erstmal letzten Folge von ATS. So, mal schauen hier. So. Ach ja. So viele LKW, 26. Für 5 Garagen voll. Nice. So muss das laufen. Apropos laufen, wie sehen unsere Stats aus? Ah, nicht so gut. $1.300. Hey. So, haben wir auch schon mal das. Wir mal kurz gucken hier. 230. ich bin verwirrt. Da, erkennt. So. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. LKW. Was für ein LKW wir eigentlich holen. Also wir haben jetzt schon ein paar Peterbilts, wir haben ein paar Camrys und wir haben ein paar International. Was gibt es denn so alle? Aber gut. Zu gucken, was es gibt, wäre besser mit die LKW-Browser. So. Dann nehmen wir alle in ihrer vollen Pracht. Na ja, gut. Pracht mehr oder weniger. Ah, die Frage ist halt. Also ich würde lieber noch ein paar nehmen. Ja. Ich würde halt ungern so in die Richtung modern gehen. Zumal es auch zu unserem LKW-Sortiment, was wir halt bisher schon haben, nicht so wirklich passt. Ich glaube sogar fast, wir könnten sogar mit dem hier leben.
Oder wir sagen einfach, wir nehmen, da wir ein paar von Canvas und ein paar von Peterbilt haben, dass wir von denen auch die anderen Modelle nehmen. Die moderneren Modelle quasi. Können wir auch machen. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal Flatliner. So. LKW-Händler. Freightliner. So. Ja, die sehen alle schön hässlich aus. Ja gut, und der kostet natürlich gleich fast 200. Ne? Ja, Schnieke. Gut, 664 schon drin. Motor muss kein so starker sein, aber man macht doch preislich kaum Unterschied. Na gut, die kosten auch fast 200 Euro. Aber die sehen halt so viel geiler aus, ne? Ah, schon heftig. Was haben wir eigentlich hier für welche? Haben wir echt nur die beiden. Da würde ich mal fast sagen, ich gehe nochmal zum LKW-Manager. Geht da beim Canvas, da haben wir einmal unsere Regenbogenarmee. Bei Peterbilt, da haben wir aber nur die alle sehen aus wie. Was jetzt nicht schlimm wäre, ne? Also habe ich jetzt nichts dagegen. Aber. Ich bin fast am Überlegen, ob wir nicht doch noch mal ein paar Peterbilts holen, die dann aber auch so eine Regenbogenlackierung haben. Mal schauen, ob wir da was Schönes hinbekommen. LKW-Manager. Die Farben haben wir manuell gemacht, ne? Ja, doch. Das sieht alles selbst gemacht aus. Also, ich kann mal kurz reingucken. Bin so definiert. Ah, eben. Vollfertig gefleckt im Grün. Egal. So, LKW-Händler. Da muss ich mal sagen, Peterbilt. So. Einmal kaufen. Flottenkonfiguration. Dann nehmen wir als Vorlage den die anderen Mitarbeiter auch haben. Und machen aber als Lackierung Regenbogen. Das Rot ist sogar echt gut, ne? Ich persönlich mag es ja immer so knalligere Farben. So zum Beispiel. Ja doch, doch nicht so. Richtig. Achso, halt, ich brauche jetzt noch einen. Ah ne, brauche ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich brauche jetzt mal noch eine Garage, aber eben nicht. Ich wollte ja erstmal LKW kaufen. So, bam. Und dann geht's ab. So. Also wir haben solchen Dreiachser schon. Klarer Fall. Das geht eigentlich bei schnellen Aufträgen. Ja, den schaffen wir jetzt in der Folge noch locker. 2000 Meilen. Ist gar nicht so viel, wie es klingt. Eieiei. Oh, das ist süß. Genau.
Genau, hier haben wir jetzt die Dinge auch erkundigt. Sehr schön. Gucken wir, ob es noch irgendwo Sachen gibt, wo wir noch fast gar nicht waren. Das Beispiel von hier noch. Ne? Ich wollte gerade sagen, hier sind Stücke, aber da führt leider nicht lang. Ansonsten gibt es hier halt noch ein paar Sachen. Ah, die führen alle hoch. Oh, nee. Jawohl. Dann nehmen wir das doch. Was soll ich, wir müssen noch einen Mitarbeiter einstellen, fällt mir gerade ein. Du. Aber ich finde das nicht wieder so eine Katastrophe. Ja, zumindest schon mal Fernfahrer und fragil. Ach komm, hier Frau Power, let's go. Das war gar nichts, aber hey. Wenn sie fast aussieht, wie hätte sie ihr Genick bricht. Ach nee, komm. Sind eigentlich so begeistert, die Fahrer. So. Hast du schon roten LKW? Passt zu dir. Easy. Fahren. Let's go. Okay, here we go. I can't find my way back. 600 Meilen? Auf der Map sah es so wenig aus. Dann machen wir ein bisschen Speedrun. Easy. Gleich schon auf dem Navi. Das ist ja schlimm hier.
Vergiss doch, dass die Polizei beteiligt sich an illegalen Straßenrennen hier. Sorry, Dude, ich hab nie gedacht, dass ich verspiele. Das hast du nur geglaubt. Dass ich mal 8 Schluss mache. Einfach weil er uns den Gänger hat. Weil von der Kraft her würde er locker mehr schaffen, aber die Drehzeit ist leider zu Ende. Von daher. Er glaubt, den Auftrag in der Folge noch zu schaffen wird. Die Folge lang in die Länge ziehen. Ich meine, wenn meine Folge eine Dreiviertelstunde dauert, okay, kann man machen. Aber die Folge hier bald nicht noch mal 3 Stunden schaffen.
Na, was dafür? Also wirklich typisch Amerika. Sehr geil. Ah, da unten wird schon wieder jemand gefeuert werden. 1.400 Euro. Ja, sowas auch tragen muss, ey. Erst beutelt sich Corona als Arbeitgeber. Jetzt beuteln mich meine Mitarbeiter. Und was kommt als nächstes? Meine Mitarbeiter, die Corona haben? Sogar?
Ich habe das Gefühl. Aber da war es nicht. Traurig. Ey, Bitch! Was mit dir? Hammer bekommen. War schon witzig, wie in Amerika extrem, naja, also wie halt überall so Schilder rumstehen, die so in die Richtung gehen, dass man halt Fiat davon nicht trinken soll. Gerade zum Beispiel rechts das Schild, das schwarze, Drink, Drive, Loose. Oder auch letztens diese Meldung dann, ne, mit dem Don't be a laugh message. Yes, auf jeden Fall war es so grob in die Richtung ging mit sorg dich dafür, dass deine letzte Konversation mit deinen Angehörigen eine Textmessage ist. Oder sowas. Was ja auch so in die Richtung ging, dass man halt mit der Familie schreibt und dadurch halt abgelenkt ist. Und so hast du halt so im europäischen Raum tatsächlich eher weniger, also. Ja gut, im echten fahre ich jetzt nicht so viel Autobahn, so, aber auch so was ich sonst so wahrnehme oder auch in ETS zum Beispiel hat man sowas eher weniger. Nicht mehr abbremsen, so schon wieder Kreditrahmenhöhe von deiner Mutter. Dann können wir hier nach rechts, wir müssen nach unten davon auch rechts raus. Dann müssen wir hier schon raus? Ach nee, nicht erst. Hier müssen wir raus. Vorne müssen wir runter. Keine schöne Autobahn mehr? Ah doch. Ah doch, okay, doch. Doch, doch, doch. Ich weiß, es geht Autobahn. Ah, so eine schöne Motorbremse. Sehr geil. Warum ist da eine Sandbahn zwischen den beiden Fahrbahnen, wenn man dort nicht wenden darf? Aber wenn doch keine Straße abgibt nach links oder rechts, dann ist doch die Verbindung zwischen den beiden Fahrbahnen
doch nur dazu da, um dort wenden zu können. Was willst du sonst machen? Außer wenden. Don't work ahead. I'm ahead of this. Egal, der Mutter bremsen vor so Wind. Ich sag's euch. Hab ich grün? Ich hab grün. Yay! Wuhu! Nein! So, und wir fühlen zu schnell. So. Einmal sacht um die Kurve gefahren. Ja. Like a snoopily cat. Das hat man gar nicht gesehen, Alter. War so verstrahlt, das Ding. Kreisverkehr. Sehr ekelhaft. So. Sachte Umschrift. Ah, da kann man ja rechts vorbei. Hey, warum ist hier Aua? Jetzt habe ich Aua. Ich falle gleich hinten rein hier. Arschloch. Jetzt habe ich vorne ein Reservewarndreieck zu kleben. Für schlechte Tage. Endlich wieder schöne freie weite Autobahn. So muss sein. Meint diesen Drecks Tesla.
Er wollte gerade jemand mit dem Aufhänger kuscheln. Was ist hier los? Warum kommt da einer von vorne? Ey, auf den Geisterfahrer! Ach ja, mit so einem Cap-Over zu fahren macht schon echt Spaß. Der ist halt sehr leicht gelagert, ne? Also der Index ist zwar extrem, aber dadurch, dass halt, wie bei europäischen LKW, der Motor so schön tief liegt, fährt er sich relativ stabil. Ich meine, klar, amerikanische, die klassischen vor allen Dingen, also hier die Peterbilt und so, die fahren auch super stabil, aber die neigen sich dabei nicht so schön hin und her. Weil die Kabine nicht so extrem leicht gefedert ist. Deswegen, bei dem hast du eher das Gefühl, dass er halt so extrem rumeiert, dass er halt wirklich fast umfallen würde. Aber in Wirklichkeit fällt er gar nicht um, weil er wirklich tropfen, weil er nicht stabil fährt. Ah, ja, schon ganz cool. So, dann würde ich da vorne gleich mal nochmal zweimal pennen gehen, gell? Ich meine, du bist ja nur noch 22 Stunden. Ah. Kann ich hier pennen gehen oder Auflieger? Mit Auflieger kann ich doch. Ja. So, mal kurz hier. Ja, ist so, aber haben wir noch 2 Stunden Zeit. Aber tatsächlich, man schläft hier wirklich 10 Stunden. Also schläft man hier wirklich echt länger als in ETS. Oder schläft man immer 9 Stunden. Net to know. Und wir können wieder einen LKW kaufen. Nice. Ist der. Es fügt sich alles zusammen. Wieder früh am Morgen. Oh, nee. Sind wir schon wieder mitten am Tag. Egal, auf jeden Fall besser als 16 Uhr. Können wir also denn die nächste Mission, die wir dann wieder im Freien, also die wir dann wieder alleine fahren, A, schön ausgeschlafen machen und nicht wieder, dass es wie eine Nachtmission oder so wird. So, wir machen das direkt mal. LKW, dann da, ja, wir haben uns noch schnell einen LKW hier. Was war's, Peterbilt? Was ist das für ein Lied? Nehmen wir so. Kaufen. Ah, nicht.
Okay. Wow, das ist mal eine Ansage. Ja, wir waren gekauft, ne? Bam. Jutchen! Wir haben immer noch 150 über. Gut, aber wie gesagt, noch weitere LKW können wir uns nicht holen. Glaube. Ja, genau. Aber wir können zumindest einen Kredit zurückzahlen. So, schon mal was. So, die andere können wir noch schön machen. Da haben wir viermal genau 100.000. So. Easy. Ach ja, da haben wir es ja echt noch geschafft. Mit ein bisschen Speeden. Weil, ne, mehr als 80 waren ja nicht drin. Aber die hat doch schon echt selber geschafft, die 80, also. Ja, und dann heißt es, nächste Folge. Hier muss ich überlegen. Genau. Erstmal eine Garage kaufen, damit die beiden LKW, die in unserer Garage drin sind, dann in die Garage können. Dann dort noch ein LKW kaufen, damit denn die Garage mit drei LKWs belegt ist. Dann die Garage aufrüsten und dann nochmal zwei LKWs kaufen. Ja. Also als erstes erstmal unmittelbar Garage kaufen, damit wir die beiden LKW, die bei uns gerade drin stehen in Seattle, da dann rein können. Bis dann.